Jabir ibn Samura radhiallahu alayhi erzählte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, der Islam wird seine Ehre immer haben, bis 12 Khalifen, die regieren werden, alle von Quraysh. Alle von Stamm von Quraysh, barakallahu fikum, sagt man nachher. Und auch in einer anderen Version, die Sache der Leute wird weitergehen, solange sie 12 Männer aus Quraysh, sie regieren. Das geht darum, barakallahu fikum, dass wir 12 Khalifen haben. Bitte, Khalifen. Und nicht, was die Schia behaupten, die 12 Imame. Weil die diese Überlieferung so beschreiben, als ob das oder interpretieren, als ob die 12 Imame waren. Barakallahu fikum, die 12 Imame, die die Schia erwähnen, die waren nicht alle Khalifen, nur 2 davon. Und zwar Ali Ridwanullah alayhi und Hassan. Al-Hussein war kein Khalif. Sein Sohn, seine Kinder waren auch keine Khulafa. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Man darf nicht etwas interpretieren, was falsch ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Was bedeutet das Hadith? Das bedeutet, es geht erstmal, die Khilafa bleibt in Quraysh. Und solange die Khilafa in Quraysh bleibt und diese Khulafa, diese Khalifen, wenn sie Allah fürchten und den Islam praktizieren, dann werden die Muslime immer ihre Ehre behalten und die werden stark sein. Dann kommen andere, die werden, barakallahu fikum, natürlich die Amana, das vertraute Gut, die werden das durcheinander bringen und so werden die Muslime schwach sein. Und das war so, zum Beispiel in der Zeit von den 4 Khalifen, waren die Muslime stark. Und dann auch in der Zeit von einigen Khalifen von Quraysh, von Bani Umayyah oder von Bani al-Abbas, die waren noch stark. Aber dann später kamen Leute auch von Bani Umayyah und von Bani al-Abbas, die waren nicht in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer anderen auch Überlieferung, das wird verschwinden von der Ehre und von der Macht der Muslime, wird auch durch einige Kinder von Quraysh sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber Al-Khilafa ist normalerweise in Quraysh. Und deshalb als Abu Bakr und Umar in Saqifat bin Sa'ida waren und die Ansar wollten natürlich, barakallahu fikum, einen Khalif von ihnen haben, dann sagte Umar, ihr wisst doch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Sache bleibt in Quraysh. Deshalb, wir sind die Leute, die führen und ihr seid sozusagen die Provinzleiter. Und das war so, wie er gesagt hat, barakallahu fikum, jazakumullah khairan.